Die politische Meinung zum Coronavirus ist sehr wichtig, weil ich möchte nicht an Coronavirus sterben und darum treffe ich alle Vorsichtsmassnahmen, die man nur treffen kann. Regelmässig duschen, regelmässig die Hände waschen, regelmässig Desinfektionsmittel mit den Händen einreiben, 3 Meter Abstand halten vor den Leuten. Und ich hocke da nur noch im Schlafzimmer und tue da auf dem Handyblick Berner Zeitung, die NZZ und 20 Minuten lesen und tue mich immer wieder informieren über die nächsten Corona-Opfer und solche, die angesteckt sind und solche, die an den Beatmungsgeräten vegetieren müssen, in der Hoffnung, sie kommen wieder zurück zum Leben. Aber es hat auch junge Leute schon genommen. Es sind junge Leute auch schon gestorben, Coronavirus. Es tut nicht nur die Alten betreffen. Und da ist meine Natelnummer. Könnt ihr sie heute lesen? Ich hoffe, dass es in den Zeiten verkehrt ist. Und ihr könnt mir gerne noch schreiben, was eure Erfahrungen sind mit dem Coronavirus. Wie das so weitergeht. Und auf jeden Hinweis bin ich dankbar. Und ich wünsche euch noch eine Corona-freie Zeit und viel Glück, dass ihr nicht angesteckt werdet. Weil es tun sich nach wie vor tausend von Leuten anstecken. Das schon nur in Italien, aber auch in der Schweiz. Und wir hoffen, dass der Coronavirus in Zukunft so möglichst schnell wird besiegt werden.